So, dann machen wir mit Level All right, kiddies. 2 There's a new weiter. sheriff in town. Ich kann hier durch. Kommt ihr hier auch durch? Digga, ich brauche nur ein paar Shells. Ach du Scheiße. Das hab ich habe den ganzen Tag schon ein Problem mit Netzverbindung. Es wird, glaube ich, doch mal Zeit, dass ich doch mal einen Anbieter wechsle. Auf Dauer geht das nicht. Weil seit 3 Stunden habe ich das Problem bei der allgemeinen Netz da, Netz weg. Und da habe ich langsam keinen Bock mehr drauf. So hat man nämlich dann auch zunächst mal Luft. Also muss eigentlich nichts. Das habe ich eigentlich schwachsinnig gewesen. Wenn ihr euch fragt, warum ich oben rechts den Joker habe, nicht auf durchsichtig, liegt daran, dass oben rechts in der Ecke, wo normalerweise, wo jetzt mein Joker ist, das Logo von Serious Sam ist. Das ist vom Spiel so vorgegeben. Deswegen hatte ich auch schon geguckt, ob ich das irgendwie ausschalten kann. Aber
Wie gesagt, das steht hier halt nicht. Sonst würde ich ja das ja dann abschalten. Deswegen haben wir oben rechts, wie gesagt, den Joker von mir. Der halt ja nicht durchsichtig jetzt ist, wie beim anderen manchen Spielen, so zu 50%, aber... Und war ich hier nicht schon? Digi, hier war ich doch schon. Okay, ich brauche einen Gegenstand. Der irgendwo hier sein muss. Ah, habe ich das nicht eingesammelt und nicht gesehen. Okay. Mein Fehler. Nee, Digi, da hab ich keinen Bock drauf. Alien Crap! Kettensäge ist wohl doch besser, ne? Da habe ich hier schon was laufen sehen. Come on.
Check, dass ich so wenige Waffen habe. Dort noch was. Diggi. Das können nämlich alle mal kreuzweise. Pumpst ich euch alle weg hier. Ich muss da hinten rein, zum Ende zu kommen, glaube ich. Okay, da geht es gar nicht lang. Manche fragen sich jetzt, ey, woher weißt du, wie viel Level sind? Ich gucke immer vorher nach, wie viel Level auf mich zukommen. Und da habe ich gesehen, dass es halt nur 3 sind. Tür geht auf. Thank you.
Okay, da brauche ich jetzt. Okay. Das Wasser. Hier schon voll. Kann man sich ja nur verlaufen. Warte, ich hole dich später. Brauchen wir erstmal ein bisschen Schrotmunition. Und vor allem, na, den Sprung schaffe ich auch nicht. Jetzt bin ich oben. Ah, hier muss ich sogar hin. Also ich bin dabei gerade, das muss ich mal gucken, ob das zweite macht nicht das. Nö, hat natürlich jetzt natürlich abgebrochen, ne? Weil ich bin nämlich dabei, Series HDS, das ist auch gerade hochzuladen, die einzelnen Folgen. So, jetzt muss ich kurz einmal. Dass die anderen jetzt nicht irgendwo noch drin hat. Nee, gut.
Ja, so geht auch. Genau, 1 und 2. Muss ich jetzt weitermachen ab 3, weil es ist abgebrochen und dann kann ich mit Umkehrschuss, wenn ich das jetzt hier durch habe, was ich jetzt gerade mache, gleich in den gleichen Ordner hinterher schmeißen. Hier hinten ist noch was. Ab in die Ecke stellen. Okay, das war glaube ich keine gute Idee. Das war keine gute Idee, sich dahin zu stellen. Alles verballert, egal. Eher Schaden genommen als alles andere, ja. Aber egal. Geht auf. Wir wissen, was denn hier hinten ist. Okay, da brauche ich wieder so, okay. Und ich bin damals mit Cybersam 3 eingestiegen, damals auf dem PC. Ich habe mal geguckt zu Resident Evil, genau, zu Far Cry, genau.
Da gehe ich aber noch mal ein, wenn ich mit Far Cry 6 die PS5 Version weiter aufzeichne. Da hatte ich nämlich neulich Blood Dragon aufgezeichnet und schon hochgeladen. Und zwar da hatte ich ja gesagt, dass ich eventuell Far Cry 2 für PC oder die PS3 besitze. Das war eine Fehlinformation. Ich besitze kein Far Cry 2 nicht. Also weder die PS3 noch die PC-Version, denn ich hatte auf der Konsole, also PS3, hatte ich Far Cry 3. Und da gab es ein Symbol unter Far Cry 3 Mod-Pack, Multiplayer-Pack, irgend sowas, irgend so ein Pack von Far Cry 3 oder für Far Cry 3, was optisch vom Bild aussah, wie als wenn es Far Cry 2 gewesen wäre. Deswegen kann ich da Far Cry 2, beziehungsweise Far Cry 1, hatte ich ja eh nicht, also Far Cry 2 ist an dem Akt an passé gelegt. Das heißt, wir haben alles von Far Cry an bis halt jetzt, Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 5, Far Cry 6, Far Cry New Dawn und Far Cry 3, 4, 5, 6, Blood Dragon, New Dawn. Wie ist das andere Far Cry? Far Cry Primal, das heißt 7, also von 9 Far Cry Teilen sozusagen haben wir 7. So. Schießen? Ach da. Tommy Gun. Aber gehe ich dann noch mal drauf ein. Aber wie gesagt, da gehe ich noch mal drauf ein, wenn ich dann in Falker bin. Warum ist anscheinend auch falsch? Weil sonst habe ich ja praktisch immer. Huch. Wenn ich eine Game-Serie gespielt habe, meistens sind immer alle Spiele gespielt und aufgezeichnet. Und ich kann auch sagen, zu Silent Hill, dem Let's Play, was ich hierbei später auch noch habe, da muss ich ja noch ein paar PS3-Dinger durchziehen, ist dann eigentlich nur noch Silent Hill 3 geplant, weil 1 und 2 habe ich ja durch. Silent Hill 4 kann ich nicht machen, denn ich habe keine PS2 und wenn ich eine PS2 hätte, habe ich hinten keinen Adapter, wo ich den über das Composite-Kabel, also AV, auf HDMI stecken kann. Ich habe auch gesagt, kein Endgerät, was die alten Konsolen unterstützt. Aber ich kann nur Konsolen abgreifen als ab PS3 aufwärts, das heißt PS3, PS4, PS5.
Und Silent Hill 5 und 6, also Homecoming und Downpour, werde ich wahrscheinlich nicht machen. Also das heißt, da werde ich nur Silent Hill 1, 2 und jetzt nur noch 3 machen. 1 und 2 sind ja schon länger online. Falls jemand kommt und sagt, ey, du hast doch gesagt, du machst doch hier einige Serien. Also fehlt das bei Silent Hill. Und bei Silent Hill gibt es auch noch so Nebensachen, so wie Origins oder Shared Memory. Das sind aber für mich Nebenspiele, Nebenergänzungen, die sind bei mir nicht als Hauptbasisspiel. Also für mich ist nur Silent Hill 1, Silent Hill 2, Silent Hill 3, Silent Hill The Room, Silent Hill 5 Homecoming, sozusagen, und Silent Hill 6 Downpour. Das sind für mich die Hauptserien. Genauso wie bei Resident Evil für mich nur die Hauptspiele sind Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann halt Resident Evil 7 und dann halt Resident Evil Village. Resident Evil Zero ist für mich eigentlich nur eine Vorgeschichte. Deswegen habe ich bis jetzt auch noch nicht Resident Evil Zero noch nicht aufgezeichnet. Ups, was kam da angeflogen? Ja, Resident Evil Zero habe ich auch, ja, aber da werde ich, glaube ich, das Let's Play nicht zu machen von. Guys, I'm sure we can talk this out. Habt ihr das gesehen? Er geht auf die Kettensäge und bleibt drauf. Diggi, lächerlich. Thank you.
Digga, könnt ihr hier nicht den Weg finden? Meine Fresse, kotzt mich das an. Von 36 Minuten. Also ist das halt wieder ein bisschen größer. Das erste war relativ klein. Lauf mal einfach vorbei. Die können keine Tür öffnen, das ist natürlich noch besser. Hallo! Block mich nicht! Komme ich noch nicht rein, da muss ich alles bekämpfen. Ernsthaft? Digga, geh mir doch nicht mit damit auf den Sack.
Digga, das kotzt mich jetzt schon wieder an! Du kriegst doch nicht mal die Möglichkeit, mit richtigen Waffen überhaupt anzukämpfen! Ernsthaft, Digga! Meine Fresse! Wie jämmerlich ist das denn bitte? Aber liebe Schwester, meine Damen und Herren, bedanke ich mich fürs Zugucken. Und ja, bis zum nächsten Mal.